Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Wir sind noch an den AMGs zum Sammeln. Wir gehen in die grüne Hölle eine Runde. Ich denke mal, später werden wir vielleicht auch mal zwei Runden oder drei fahren. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, eine Runde dauert hier natürlich auch ein bisschen. Weil ich glaube, früher sind wir auch mal zwei Runden oder so gefahren. Oder man kann halt vielleicht auch sicherlich was einstellen. Oh, das Wetter sieht aber hier eigentlich auch gar nicht so gut aus. Mal schauen, ob es anfängt zu regnen. Wäre nicht so geil, weil letztes Mal war das auch so. Da haben wir dann richtig reingekackt. Okay, ja, fehlerfreies Fahren. Geh weg. Jetzt ist mir auch egal. Nee, wir sollten schon ein bisschen drauf achten. Fehlerfreies Fahren ist wohl weg. Oder? Ach, komm mal. Wir waren an den ersten zwei, drei Kurven, da geht's noch. Schlimmer wär's so nach einer halben Runde, dass wir vielleicht ja doch ein bisschen schöner an dem vorbeikommen. Das wäre doch eigentlich ganz gut so. So, dann bin ich mal gespannt, ob es im Anfang zu regnen oder wie auch immer. Was jetzt richtig mies wäre, wenn quasi im ersten Versuch es nicht angefangen hätte zu regnen und hier fängt es dann an zu regnen. Aber okay, das werden wir nie rausfinden, Leute. Kann ja sein, dass sich dadurch das Wetter verändert hat. So, 32 Sekunden auf Platz 1. Bisschen spät gebremst, aber eigentlich fast voll okay, oder? So, lassen wir mal hier durch. Doch relativ schnell überholt. Obwohl wir eigentlich einigermaßen gleich aus der Kurve rausgekommen sind und ich nur 651 Leistungspunkte habe. 700 dürfte man haben, aber ja, okay, kann auch sein, dass der auch ein bisschen weniger hatte. Oh, hier ein bisschen vom Gas gegangen. Ich gucke gerade so auf die Karte rechts oben, ja. Interessant hier. Kann ich nichts mit bremsen. Aber doch sehr gerutscht. Regnet es schon? Prasselt es gerade schon nieder? Oha, okay. Finde ich ein bisschen blöd, dass man es hier nicht sieht. Okay, jetzt sieht man es am Vordermann so ein bisschen, weil das Wasser so ein bisschen von den Reifen hochgetragen wird. Aber na gut. Okay, das wird ja mal interessant. Ich meine, klar, auch ein bisschen der Vorteil, dass die vielleicht auch ein bisschen langsamer sind, aber ja, man merkt, Alter, man merkt jetzt schon, guck mal, ich bin nicht mal schnell in die Kurve rein und man merkt, wie der Controller vibriert, weil die Reifen rutschen. Das kann ja noch interessant werden. Wir müssen halt trotzdem noch einen Ticken schneller fahren, ist halt das Üble. Wir sollten ein bisschen vorkommen. Wir haben den Vorteil, wir müssen eigentlich nur auf Platz 3 kommen. 18? Alter, wieso ist der jetzt so weggerutscht? Okay. Na toll. Ich wollte schon sagen, 18. Ja, hallo! Was ist los mit dem? Ja, genau. Kann ich gerade nochmal neu starten, oder wie? Wie ist der hier vorbeigekommen? Ich wollte schon sagen, ey, 18 Sekunden haben wir nur noch und haben schon mal gut aufgeholt in der Trockenphase. Aber nun gut. Sind wir nicht das letzte Mal auch gefahren mit Regen? Wieso regnet es hier immer? Wir sind doch nicht in Großbritannien, sondern in Deutschland. Alter, ey, ich lenke die ganze Zeit und fahre ja mit 40 km/h, Alter. Gibt's ja gar nicht. Der rutscht trotzdem geradeaus. Klar, mir ist ja auch vielleicht nicht unbedingt die idealen Reifen dabei, aber woher soll man das dann Anfang an wissen, ob das jetzt regnet oder nicht. So, aber jetzt sind wir wieder bei 17 Sekunden. Also wir holen eigentlich schon sogar bei Regen auf. Aber na gut. Kommen wir ein bisschen schneller durch. So, gleich in die Top 10. War ich nicht hier sogar schon? Alter, hier kann man echt mit Vollgas durchfahren, also bei schönem Wetter. Hier muss man ein bisschen langsamer machen, sogar ein bisschen bremsen. Obacht! Schön, dass hier eigentlich alle auf einem Fleck sind.
Ist noch ein bisschen. Okay, jetzt bremst hier gar keiner. Ja, auch natürlich geil. Weil das nicht ja, dem Audi hinten reinballern. Der ist aber wie extra ein bisschen langsamer gemacht. Ist jetzt wegen mir da rausgefahren? Ich glaube nicht, oder? War doch, glaube ich, kein Kontakt. So, Platz Nummer 5. Einmal vor uns. Guck mal, wie viel später wir da hätten bremsen können, ey. Wenn ich noch rollen gelassen habe. Ah, komm, das sieht so gar nicht ganz gut aus. Alter, wie er hier gerade rutscht, ey. Der BMW verabschiedet sich auch so ein bisschen. Na, hallo! Junge! Hier los. So, oh, Nummer 3 schon. Das heißt, eigentlich müssten wir nur halten. Das ist, glaube ich, ganz gut schon. So, was haben wir da vorne? Nochmal ein BMW und dann irgendwie nochmal was. 2 Sekunden haben wir hier die Lücke und dann nochmal eine Sekunde auf Platz 1. Noch mal ein Porsche, was da vorne fährt. Ja, hier voll so gemütlich. Ja, nicht so gemütlich, gerade mega gerutscht wieder. Also gerutscht im Sinne von, es ging geradeaus, obwohl ich gelenkt habe. Jetzt halt die Frage auf der Gerade, also auf dieser großen Geraden, ob wir da was noch reißen können oder so. Oder andererseits auf der Geraden, wenn es so nass ist. Oh je, wenn wir da so richtig schnell fahren. So eine kleine Lenkbewegung und dann schmiert der Wagen weg. Aber wir haben noch ein paar Kurven. Aber es geht halt gerade nicht so viel voran, gell? Aber jetzt bin ich ein bisschen näher hingekommen. BMW rutscht auch ein bisschen. Mach gerade auch so ein bisschen langsamer, obwohl ich jetzt gerade hier doch ein bisschen durchgeschossen bin. Aber das war ja alles okay. Platz Nummer 2. Wir bleiben so ein bisschen schön dran. Hier hätten wir gar nicht so krass bremsen müssen. Ja, auch 2. Gang. Was ist denn hier los? Stimmt ja irgendwie gar nicht. So, kommt hier langsam die Sonne raus? Ich glaube, es regnet auch nicht mehr. Es ist viel Wasser auf der Strecke. Aber Regen so an sich ist auch nicht unbedingt. So, oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das sind, glaube ich, 2 Rechtskurven. Da müssen wir nochmal gut durchkommen. Und dann geht es auf die Gerade. Bremst hier ein bisschen. Ich gehe ein bisschen vom Gas, ne, ich muss ganz leicht bremsen. Oh, das war zu viel. Es war zu viel, Leute. Na toll, da kommt der BMW und von hinten zieht durch. Oder auch nicht. Okay, ich wollte gerade rüberziehen noch, aber auf der Geraden sind wir ein bisschen besser. Der Porsche. Wir wollen noch den BMW. Kurz Windschatten abholen und dran vorbei. Alter, 3 Sekunden, 3,3 ist jetzt einfach weg vorne. Ja, was ist mit dem einen Porsche da los? Zieht ja voll durch. Ah, uiuiui, bisschen Wiese. Alter, ist halt so mega gerutscht, hä? Oh, Alter. Viel zu früh gebremst. Ah, okay, ich wollte ja irgendwie noch ein bisschen versuchen, schneller durchzukommen. Rutscht nur geradeaus. Das heißt, so zum Greifen nah eigentlich. Das macht der BMW da gerade so noch weggerutscht. Ja, eins wäre drin gewesen. Wäre schon drin gewesen. Ich wollte halt aus dieser einen Kurve vor der langen Geraden halt schön rausfahren und nicht so viel bremsen wie mein Vordermann, aber er hat es halt richtig gemacht. Ich nicht. Bei mir war es ein bisschen zu schnell. So, 22 Kilometer,
Hammer hier auf der Strecke gelassen. Leider, ja, kein fehlerfreies Fahren, aber nur gut. So, hier bekommen wir den SLS. Und dann hören wir uns eine kleine Geschichte an. So, hier haben wir die drei AMGs. Wenn Sie den Namen AMG hören, dann denken Sie vermutlich an superschnelle Autos. Ja, von Mercedes halt. Tatsächlich wurde diese drei Buchstaben zum Synonym für Hochleistungsmodelle von Mercedes. Die Marke wurde im Jahr 1967 von zwei ehemaligen Ingenieuren von Mercedes gegründet, Hans-Werner Aufrecht und Erhard Melcher. Okay, von den Namen her ist so, gibt es AMG einen Sinn? Also, was steht dahinter? Ich weiß es gerade nicht. Anfangs war es noch ein Tuning-Werkstatt für Motoren von Mercedes-Rennwagen. Eines der bekanntesten Projekte war ein leuchtend roter Rennwagen, dem sie einen besonderen Motor gaben. Der Mercedes-Benz AMG 300 SEL 6,8. Das Basismodell der 300 SEL 6,3 mit 169,1 Kilowatt, doch durch Tuning produziert er mit 294, beinahe das Doppelte. Ja, ganz schön was rausgeholt. Das Auto gewann im Jahr 71 den zweiten Platz beim 24-Stunden-Rennen von Spa. Und nur den zweiten Platz. Und das Unternehmen machte sich so als Rennsportmarke von Mercedes-Benz-Wagen einen großen Namen. Im Jahr 1999 wurde es tatsächlich Teil von Mercedes-Benz und produziert bis heute Hochleistungsmodelle. Okay. Also ein so gesehen noch gar nicht so lang. Klar, über 20 Jahre, aber... Dachte, die sind da schon länger so ganz offiziell mit dabei. Ja, dann möchte ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.